Ich werde euch heute voll labern hier bei Folge 12, weil es einfach das letzte Mal ist. Falls ich noch nicht erwähnt habe, ich werde mit Sicherheit anfangen zu heulen. Weißt du, bei dem mit seinen zwei Fingern sieht das einfach besser aus als ich, die zwei Arme und 10 Finger hat. Gleich einen Schneeball ins Gesicht hämmern. Oder mit einem Löffel eins drüber braten. Meine Vorschläge im Übrigen für kommende Formate: Desert Warrior, Jungle Warrior, Mountain Warrior, Schwiegermutter Warrior. Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir ganz herzlich gegrüßt. Ein allerletztes Mal zur meiner Reaction vom Arctic Warrior. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass jetzt tatsächlich schon Folge 12 draußen ist und dass das die letzte Folge sein soll. Das große Finale und ein besonderes Geschenk an alle Wildcard-Bewerber. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir haben nur knapp 35 Minuten. Was wollen die denn da alles reinpacken in den 35 Minuten? Ich habe so viele Fragen, so viele Dinge, die noch offen sind. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich bin so gespannt. Herzlich willkommen zum Höllentag. Motto des Tages ist Fire and Ice. Hier habt ihr jetzt wieder die Chance, Punkte zu erwirtschaften. Einer von euch muss ins Eis. Der andere muss das Feuer machen, mit dem der andere recovert mit eurem mitgebrachten Feuerholz. Okay, Hauke, ab ans große Feuer. Du hast keinen Windschutz. Das große Feuer bedeutete ursprünglich 0 Punkte. Wegen der unterschiedlichen Wetterbedingungen wurde dies nachträglich auf 2 Punkte korrigiert. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon vorgelesen. Du hast, geh rüber. Das tat mir richtig leid. Take on your boot, ab zum großen Feuer. Wird jetzt gerade zu krass, ne? Ja, ich bin krass sauer auf alle. Ich werde auch mit für die restlichen Tage nicht mit euch sprechen, aber wir machen es. Bei dem Wind können wir das nicht machen. Also, herhören! Aufgrund der Sicherheitslage und der weiter steigenden Winde haben wir ja bereits jetzt schon Sachen vorgezogen. Die Winde werden jetzt noch weiter steigen, mit bis zu 80 km/h in der Spitze. Okay, krass. Das war jetzt nochmal eine richtig schöne Zusammenfassung von Folge 11. Ich werde euch heute voll labern hier bei Folge 12, weil es einfach das letzte Mal ist. Ich muss sagen, also ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach dem, was ihr mir geschrieben habt, sollte das, was wir in Folge 11 gesehen haben, eigentlich erst am letzten Tag passieren. Ist das korrekt? An Tag 5. Aber wegen der Wetterbedingungen wurde das Ganze vorgezogen. Aber wir werden jetzt mal weiter gucken. Vielleicht habe ich auch Schwachsinn erzählt. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Es ist soweit. Ich habe euch versprochen, der Community, dass jeder Bewerber, jede Bewerberin auf den Arctic Warrior ein Geschenk erhält. Und das Geschenk steht hier unten. Und zwar, wir hatten, ihr wisst es selber, knapp 1000 Bewerber auf den Arctic Warrior auf die Wildcard. Die Zeit oben in Finnland war Wahnsinn. Ich muss sagen, Lolo, Maus, Franziska, Manu und der liebe Florian waren einfach eine super Wahl als Wildcard. Leider konnte ich nicht jeden mitnehmen, wisst ihr selber. Und ja, und hier vor uns steht ein Werk, was nur in Zusammenarbeit entstehen konnte durch einen Partner, durch meinen Partner Paramount und den Rico. Rico ist so unsere Allzweckwaffe in Finnland für alles gewesen. Jede Grafik kommt von ihm, jede gute Grafik, muss man dazu sagen. Wahnsinnsbilder geschossen. Und wir haben uns überlegt, was geben wir der Community? Jawohl, es sind für jeden Bewerber for free, ihr kriegt geschenkt, das Buch. Cool. Ja, was im Buch drin ist, kann am besten Rico sagen. Buch. Genau. Ich hatte schon lange vor, mit Otto eigentlich zu dem Arctic Warrior ein Bildband zu machen. Aber wir haben gesagt, wir gehen mit dem Arctic Warrior und dem Bildband jetzt hier noch ein Stück weiter. Der Bildband heißt Warrior Stories Arctic, weil wir wirklich auch mal hinter die Person schauen wollen.
auf Buddy- oder Profi-Seite, was sind das für Personen, welche Geschichten haben sie zu erzählen aus der Vergangenheit, welche Ausbildung oder Militäreinsatzerfahrung, das können wir alles nochmal genauer beleuchten. Zudem noch viel unveröffentlichtes Material, Infos zur Region, BTS, die eine oder andere Story wird da noch mit sein, die ihr noch nicht kennt. Und das können wir ja alles drin bündeln. Oh geil, das muss ich haben. Ich liebe sowas. Ich finde sowas so genial. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, ohne irgendwas davon gesehen zu haben, dass die Bilder großartig sind. Ich weiß ja nicht, ob er hier vielleicht auch Fotograf ist. Ich mag schon alleine hier vorne das Cover und so weiter. Ich liebe es, wenn ich Formate mag oder Bücher oder Serien oder was auch immer, dann fange ich immer an, dann will ich alles wissen, dann will ich alles aufsaugen. Und da ist so ein Buch natürlich richtig, richtig, richtig cool. Freue ich mich richtig drauf. Ich weiß, jeder fragt sich jetzt, kann ich das Buch, ja, wenn ich mich nicht beworben habe, dann irgendwie bestellen. Ja, kann man. Sehr gut. Packt man in die Videobeschreibung. Ach, cool. Da könnt ihr es vorbestellen beim Rico. Preis davon sind 49 Euro. Ja. Jetzt macht ihr natürlich die Rechnung im Kopf aus. Oh, okay, wir verschenken 1000 Bücher, sind 50.000 Euro. Knapp 50.000 Euro, ja. Aber ist die Community auf jeden Fall uns allen wert, muss man sagen. Was meinst du, wann das ready ist ungefähr? Genau, das wird noch ein paar Wochen dauern. Da könnt ihr euch auf ein richtig schönes Buch freuen und eine tolle Aktion, denn Otto hat sich bereit erklärt, wirklich jedes Buch, was jetzt vorbestellt wird, hand zu signieren. Also danke dir, dass du das aufnimmst. Es wird eine Unterschriftenaktion, aber ihr wisst selber, ich mag die Community, ich liebe die Community. Also ich setze mich dahin, jedes Buch wird mit original unterschrieben von mir sein. Das Gute ist, Otto ist kein langer Name, kann man schnell schreiben. Wird mir trotzdem Handgelenk wehtun. Oh ja. Für die Wildcard-Bewerber unter euch, die sich fragen, wie komme ich an das Buch? Drei Schritte, die Anleitung haben wir auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Als erstes geht bei euch in die YouTube-Einstellung von einem Account, hinterlegt eine geschäftliche E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse natürlich von euch. Hab ich auch. Mit dieser E-Mail-Adresse kontaktiert ihr uns und die Mail geht an buch@bulletproof.de. Dort packt ihr rein in die Mail den Link zu eurem Bewerbungsvideo und die Adresse, wohin das Buch geschickt werden soll. Ist ein bisschen händische Arbeit für uns, wird also ein paar Tage dauern, bis ja, dann jeder krass. Von uns Benachrichtigung bekommt. Richtig krass. Und so kommt ihr an das Buch, an den Bildband. Wer trotzdem noch ein bisschen Arctic Warrior Feeling haben möchte, am 24.06. haben wir in der Skihalle Neuss im Alpenpark einen Arctic Warrior Day mit Party. Von morgens bis abends Bühnenprogramm, Rahmenprogramm, Profis plus die Anfänger, alle oder Anfänger, Buddies sind dort. Das ist der Moment, wo ich mich ärgere, nicht mehr bei Düsseldorf zu wohnen. In Arctic Warrior Dorf, ganz, ganz viele Dinge. Link solltet ihr auch in der Videobeschreibung finden. Ja, da sehen wir uns beim nächsten Mal. Ansonsten vielen Dank für unsere Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr das Buch so feiert wie Rico und ich. Bestimmt. Viel Spaß beim Arctic Warrior. Genau, jetzt gehen wir rein in die Folge. Let's go. Cool. Die meisten auch mit dir Erfahrung, was ihr bauen angeht und haben. Dass wir so und dann gehen wir noch zu der Kiefer da vorne. Okay, also die dürfen jetzt offensichtlich doch miteinander quatschen. Ich bin ein bisschen verwirrt, was nichts Neues ist bei mir, ich weiß, aber wir sind immer noch an Tag 4, oder? Wir haben nicht Tag 5. Es ist eigentlich noch nicht die letzte Folge, also der letzte Tag, oder? Und sie hätten ja eigentlich nicht miteinander quatschen dürfen, aber aufgrund der Wetterbedingungen wurde das Ganze jetzt offensichtlich irgendwie ein bisschen anders gemacht. So habe ich es zumindest verstanden. Dann können wir nämlich das da vorne alles freimachen, weißt du? Das wird auf jeden Fall den Schnee vielleicht hier auftürmen. Ja. Ist so ein bisschen Schnee plus Tarp? Schnee und dann Tarp. So ein bisschen. Weil bei dem Wetter fliegt der Schnee in alle Gegenden. Dann ziehen wir hier von der Kiefer zu der Birke, zu der Kiefer und zu der da hinten. Aufgrund des starken Windes wurde Otto und Sascha das Icebreaking untersagt. Ich hoffe aber, dass sie dafür nicht 0 Punkte bekommen, weil sie können ja nichts dafür. Sie wollten ja. Sie wollten dran teilnehmen. Ich mach Icebreaking. Wenn der Wind abnimmt. Ich will nicht als Einziger da stehen, der nicht gemacht hat. Wir warten noch eine halbe Stunde. Otto, der Sascha hat es auch gemacht. Der Sascha hat gesagt, Otto, geh weg, mach das Feuer, ich mach es. Und das ist ja das Mindset. Grundsätzlich nicht zu verantworten. Grundsätzlich heißt aber auch, juristisch gesehen, es gibt schwere Ausnahmefälle. Und meine schweren Ausnahmefälle sind immer Otto. Ich fühle mich schlecht dabei. Kennst du das? Ich mich auch. Ich mich auch. Ich fühl mich alles in meinem Bauch sagt, nein. Der Computer sagt, nein. Vor allem, ich habe ja Otto dazu gebracht, die Essenspakete überhaupt erst aufzumachen. Ja, aber das ist doch richtig.
Falls ich noch nicht erwähnt habe, ich werde mit Sicherheit anfangen zu heulen. Ich habe übrigens, bevor ich mir das jetzt hier angucke und anfange rumzuheulen, weil Stefan ausgeschieden ist, ich habe mir das Video mittlerweile angesehen von Stefan mit seiner Hand. Übelst krass, guckt euch das Video an. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich verlinke euch das gerne unten auch nochmal. Wahrscheinlich habt ihr das eh alle schon gesehen, aber richtig heftig und in meinen Augen die absolut einzige richtige Entscheidung, die Sebo da getroffen hat, das Team leider Gottes rauszunehmen. Ey, ist mega ärgerlich auf jeden Fall. Wir haben natürlich genau das versucht zu vermeiden. Ja. Auf gar keinen Fall. Nee. Und Hände draußen lassen einfach? Alter, nein. Stefan. Das ist schon viel zu spät. Das ist viel zu spät, ja. Das. Ich habe sie die ganze Zeit hat wieder versucht. Hände? Wieder zu, nein, nein, ich hab den wieder... Abbruch. Echt jetzt? Stefan, ich kenne dich aus dem Arctic Warrior raus. Echt? Oh Mann. So, das war meine Warrior Challenge beenden wollte. Ja. Guten Appetit. Danke. Auch guck mal, wie traurig die sind. Verständlicherweise enttäuscht, traurig, vielleicht auch ein bisschen wütend. Oh Mann. Wir möchten natürlich auch, jetzt muss ich akzeptieren, wenn Sebo sagt, ist vorbei, dann ist vorbei. Ist natürlich auch in meinem eigenen Interesse. Ich meine, wenn das Zeug abfault vorne, die Hälfte fehlt vom Finger, ist schon ist mega ärgerlich. Ah, okay. Okay. Also das heißt, dort in Finnland hat man das alles noch gar nicht so gesehen. Das ist aus dem Video, das ich gesehen habe. Erst nach der Rückkehr nach Deutschland wird das Ausmaß der Situation deutlich. Alex und Sebo haben mit ihrer Entscheidung, Stefan aus dem Wettbewerb auszuschließen, vermutlich einige seiner Finger gerettet. Ah, krass. Ich habe übrigens noch gedacht, als ich das Video gesehen habe, dachte ich erst, also das Thumbnail davon gesehen habe, dachte ich erst, er hat da vielleicht irgendeine Paste drauf. Tatsächlich, ne, dass da irgendwas, erstmal dachte ich, es ist ein Verband, dann dachte ich, okay, vielleicht hat da irgendeine Paste drauf gemacht, die den Finger oder die ganze Hand irgendwie ein bisschen warm hält oder was weiß ich, keine Ahnung, aber nein, die Finger scheinen tatsächlich einfach so auszusehen. Die Folgetage zeigen natürlich auch, dass die absolut recht hatten. Die ganzen Symptome, wo wir eventuell gedacht haben, okay, das könnte auch eine Verbrennung sein von heißem Wasser, was ich angefasst hatte aufgrund des Gefühlsverlustes, wo ich es nicht richtig gemerkt habe, dass es halt eine Erfrierung war und dass es absolut die richtige Entscheidung war und dass es mir eventuell die Finger gerettet hat, weil man, es kann auch ganz schnell passieren, dass man die amputieren muss, wenn die so durchfrieren. Ist das Otto? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder Sascha? Oh! Das ist Sascha, oder nicht? Sei frei. Nee, Otto. Ja, ich glaube, Otto hat auf jeden Fall einen Knacks. Ja, ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten. Challenge 4, Fire and Ice. Okeli Dokeli, also die beiden Teams sind ausgeschieden, Manu und Alex. Wieso bekommen die, achso, die bekommen alle 4 Punkte, weil einer ist reingesprungen und der andere hat das Feuer angekriegt, das ist korrekt. Also Manu, Alex, Shahin, Florian, Mello, Lolo, Tom und Yvonne. Otto und Sascha bekommen 2 Punkte und Hauke und Jared ebenfalls, weil sie ins große Feuer gegangen sind und
Wobei ich weiß nicht, ob ich das so geil finde bei Otto und Sascha, weil denen wurde ja gesagt, sie müssen ans große Feuer gehen. Sie haben sich ja nicht dafür entschieden. Sie hätten ja tatsächlich ein Feuerchen probiert. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was die Punkte da bei den beiden angeht. Bei Hauke und Jared, ich habe es auch nicht so hundertprozentig mitgekriegt. Offensichtlich hat Jared das Feuer nicht anbekommen. Hauke hat ja, glaube ich, auch noch versucht, irgendwie mitzuhelfen. Man hat halt nur irgendwie so ein bisschen mitbekommen, ne, dass Sebo sagt, ihr geht jetzt ans große Feuer. Punkt aus Ende. Naja, gut. Krass, wie Gerd sich zu helfen weiß. Ja, jawohl. Genau, tipptopp, Mann. Voll geil. Die Teams sollten einen Löffel herstellen. Gerd hat sich als Spielleiter angeboten und wollte natürlich auch selbst einen Löffel herstellen. Ohne Witz, der Junge hat für mich aber hier den Arctic Warrior sowas von durchgerockt einfach. Feuer arbeitet für mich. Schon langsam aus wie ein Löffel, oder? Langsam so. Weißt du, bei dem mit seinen zwei Fingern sieht das einfach besser aus als ich, die zwei Arme und 10 Finger hat. Läuft's. Cool, oder? Sehr cool. Ja, ziemlich cool. Cool, wie die da alle zusammenarbeiten. Feuer machen, Windschutz. Also, wir kommen zur heutigen Challenge. Letzte Challenge. Und dazu brauchen wir das Produkt der gestrigen Challenge. Ihr habt einen Löffel machen sollen. Sebo hat, glaube ich, immer gesagt, er sollte möglichst viel Fassungsvermögen haben. Ja. Wo sind eure Löffel? Packt es mal aus. Also ich war ja in meiner Depri-Phase heute. Ich hatte viel Zeit und ich war, brauchte etwas Beschäftigungstherapie. Ich habe auch einen Löffel gemacht. Ich bekam einen Tipp, wie ich es machen soll, und dann habe ich 3 Stunden mit der Hacke da an meinen Löffel rumgebaut. Krass. Einfach nur krass. Folgendes. Wir schauen jetzt mal, was euer Löffel kann. Und schöpfen 10 Löffel voll aus diesem Bottich in diesen Messbecher. Dementsprechend messen wir dann, wie viel das ist. Und das gibt die Reihenfolge. Und so viel ihr da reinbringt, so viel dürft ihr essen. Oh. Gut, dass wir noch Müsli haben. Also, fangen wir an mit Team 1. Also, es ist natürlich vegane Suppe für alle essbar, sehr nahrhaft. Das ist jetzt auch schon zu spät nach dem Feedback. Ich habe mir sagen lassen, sie schmeckt sehr lecker. So, also, ich mache schön voll. 1. Team 1, 600 Milliliter. Team 2 ist raus. Team 3 ist auch raus. Team 4, ein Löffel von Team... Das war klar. Ein Totschläger. Wer ist denn Team 1 jetzt überhaupt gewesen? Aber das wird jetzt schwierig. Wie soll man da jetzt rausschöpfen? Was ist das? Ist das ein Schöpfel? Soll das ein Schöpflöffel sein? Kannst du das beurteilen? Ich bin ja glücklich, dass ihr nicht mit dem Baumstamm kommt. Aber wie soll ich da rausschöpfen? Ist das von Jared? Das ist schwierig. So vielleicht. Ja. Also, 1, 2. Ja, von Jared. Ach ja, noch nicht essen.
3. Ach, das ist direkt die Suppe, die er da rauslöffelt, ne? Mit dem Ding. Aber ihr müsst auch mit dem essen, gell? 750 Milliliter. Bitte schön. Das war Teamnummer 5. Yvonne's Löffel. Das ist mal mein Pickhort. Okay. Ein Löffelchen. Ein Zuckerlöffelchen. Hoffentlich werdet ihr da satt. Aber da passt relativ viel drauf. Das, so schaut er gar nicht aus. Siehst du mal. Aber ich glaube, da hat dann schon Florian mit seinem Löffel. 50 Milliliter. Und Alex. Der Roofless Cat, der hat auch einen ordentlichen Trümmer dahin gebaut. 600, das hat man schon mal, oder? Ja. So wenig, ne? Sascha und Otto. Sascha, wie lange hast du gebaut? Oder geschnitten? 2 Stunden. Geil. Sascha, auf was hoffst du? 450. 450, Otto? Ja, ich dachte auch so. Bis maximal 500. 550? Jawohl. Bitte schön. Gut geschnitzt. So, letztes Team, oder? Ja, Team 8. Oh. Ui. 800. Wer war das jetzt? Platz 1, oder? Alex. Tom und Yvonne, Platz 6 mit 450 Milliliter. Jawohl. Nächster Platz, Team Otto und Sascha mit 550 Milliliter. Bravo. Geteilter dritter Platz mit 600 Milliliter, Team Shahin und Silent Outdoors und Mello und Lulu. Zweiter Platz, 750 Milliliter mit dem Baumstamm. Jared und Hauke. Ja, danke fürs Klatschen. Und erster Platz, wer bleibt noch übrig? Wo sind die Champions? Da sitzen sie. Gratuliere, Team Alex und genau. Sehr cool. Sau geil. Lasst es euch schmecken. Gute Nachricht. Ihr kriegt alle noch Nachschlag. Ah. Ah, cool. Eine schöne, perfekt gemachte Suppe, wie von Toni. Da kommt nichts drüber. Die schmeckt so gut. Oh. In die Suppe könnte ich mich verlieben. Die futtern ja wirklich mit ihrem Löffel. Wie cool. Oder? Ja, bitte. Die ist, das Toni ist die beste Suppe nach 3 Tagen. Und Toni ist der beste Koch ever. Mhm. Man merkt so richtig, wie es runtergeht. Boah, so richtig, wie die Energie kommt auf einmal. Also, ihr sitzt jetzt hier schön zusammen, aber der Arctic Warrior ist noch nicht rum. Der Arctic Warrior wird morgen geboren. Und zwar mit dem Team, das die morgigen Challenge, die morgige Challenge, das Rennen gewinnt. Da vorne ist euer Fluchtraus. Sollte es gefährlich werden, bitte immer direkt da rein unterziehen. Bitte nicht selbstständig dann einfach nur da reingehen. Wenn einer da reingeht, werden wir vom Sicherheitsteam E informiert, dass wir dann checken, ob es noch schlimmer wird. Ansonsten, die Toiletten dürfen benutzt werden, gerade für die Frauen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Sonst würden wir uns zurückziehen, euch einen schönen Abend wünschen, macht euch ein vernünftiges Nachtlager, recovert euch weiter. Das Wecken wird von uns übernommen. Ihr braucht euch keinen Wecker stellen. Guck mal, wieder schon wieder grinst. Gute Nacht und bis morgen früh. Jawohl. Ach, die pennen doch nicht, die labern doch jetzt die ganze Nacht. So, die Löffel-Challenge. Schauen wir mal. Manu und Alex, 800 Milliliter. Der hat aber auch einen Trümmer gebaut, ne, der Alex. Der hat aber auch einen Trümmer gebaut. Und bei Jared fand ich, sah das gar nicht so krass aus. Also es war einfach nur groß, aber dass es jetzt tatsächlich auch so ein Fassungsvermögen hat, ne, a big Fassungsvermögen, das hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Aber richtig, richtig, richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Und ich fand hier Saschas Löffel sah gar nicht so klein aus. Aber naja, gut. Mich hätte jetzt noch interessiert, wie Gerd sein Löffel geworden ist.
Hauke und Jared müssten ja noch auf Platz 1 sein. Ja, guckt mal. Oh, Tom und Yvonne auf Platz 2 habe ich gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber die haben auch, haben die was gegessen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Sieht man jetzt auch gerade nicht mehr eingeblendet. Krass. Die letzte Nacht beginnt, diesmal mit allem aus dem Team. Es war eine mega geile Zeit. Ich habe so viel Neues dazu gelernt. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Und ja, ich bin unfassbar stolz auf mich. Kannst doch sein. Das kann ich wirklich von mir aus so heraus sagen. Ich bin aus meiner Komfortzone heraus. Ich habe mich neu kennengelernt, habe neue Erfahrungen gemacht. Und ja, und das auch als Frau. Ich habe es geschafft, auch als Frau bis zum Tag 5 zu kommen. Wahnsinn, oder? In dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wir liegen jetzt alle in der Koje. Morgen Abschlussprüfung oder Abschlussrennen. Und dann ist der Arctic Warrior rum. War eine geile Zeit. Wahnsinn Erfahrung. Viel mitgenommen. Obwohl ich das die Skills und den ganzen Kram kannte ich ja, ne? Aber das Zwischenmenschliche war auf die Art und Weise neu für mich. Coole Erfahrung. Richtig geiles Ding. Gute Nacht. Da schlummern alle. Gleich einen Schneeball ins Gesicht hämmern. Oder mit dem Löffel eins drüber braten. Das macht mich jetzt schon aggressiv, obwohl ich nicht daneben lieg. So, ich hoffe, man hört das Schnarchen. Das, was ich mir die letzten Nächte geben musste. So, wir haben jetzt Tag 5. Es ist circa 7 Uhr. Hinter mir sieht man das Lager. Guten Morgen, live aus dem Basecamp. Alles noch rumrödeln. Was machst du hier? Hä? Einmal kurz unsere Sachen zusammenpacken. Wir schon Tee seit genießen. 6 Uhr und kochen Tee. Ist das für dich auch schon fertig? Oder eher Brackwasser, oder sowas. Was ist denn Jared? Hallo? Guten Morgen. Hey, hey. Help me. Manu! Guten Morgen! Ja, schön! Manu ist hier schon am Rumrödeln. Boah, die müssen sich so viel zu erzählen haben. Ach, was für schöne Aufnahmen, Mensch, ey. Auf ein erfolgreiches Rennen. Ah, hier, Alex gönnt sich jetzt einen Snickers. Und mit Speckschokolade noch. Guten Tag, Pappig. Süß. Weinen. Der genießt es, ha? Boah, krass, der erste Zucker. Alex, war mir bisher eine Ehre. Und heute rocken wir das nochmal. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben gute Karten. Glaube ich auch. So, wir haben alles zusammengerödelt. Alle sind hier entweder teilweise schon raus aus dem Headquarter oder fast schon. Bis auf... Ah, du bist Sascha. Ja auch da. Ja, Mann. Ja. Es ist gleich vorbei. Meine Batterie ist auf 0%. Wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger. Egal. Letzter Tag, letzte Challenge. Let's go. Oh, Sascha ist wieder da. Warrior. Und da sehen wir uns wieder. Fast alle, aber leider nicht alle. Ihr seid jetzt schon
richtige Warrior. Jeder einzelne von euch ist da draußen gepennt. 4 Nächte bei minus 28 Grad. Ins Eiswasser gesprungen, die Polarlichter gesehen, durch dick und dünn gegangen. Seid über Berge, durch den Schnee, bei Eiseskälte. Jetzt steht ihr hier gemütlich am Lagerfeuer. Aber noch ist das Ganze nicht vorbei. Es hat zwar, und das ist mir wichtig zu erwähnen, jeder von euch jetzt schon gewonnen. Aber jetzt steht noch das große Finale an. Wir brauchen jetzt noch den Arctic Warrior des Jahres 2023. Und den werden wir jetzt rausfinden. Wer wird der Gewinner des Arctic Warrior 2023? Das Gewinnerteam wird sich jetzt entscheiden. Ich halte mich kurz. Schnallt eure Skier an. Macht euch bereit. Denn jetzt geht's auf zur letzten Challenge des Arctic Warrior 2023. Das große Finale. Auf geht's. Viel Spaß. Let's go. Die müssen jetzt irgendein Rennen machen, ne? End-Challenge 1 Kilometer Staffelrennen. Verstehe. Die Spuren. Los! Okay, geil. Jetzt geht's los. Viel Spaß, alle, die jetzt voll, schaut euch das an. Der Startschuss hat jetzt begonnen. Die Teilnehmer sprinten los. Auch Sascha hier richtig am Hasseln. Volles Tempo startet er durch. Schaut euch das an. Jawohl, Sascha, jetzt gib ihm! Hier ein kleiner Crash. Schnell passiert, jetzt passiert wahrscheinlich ein kleines Überholmanöver. Oh, und wieder ein Crash. Und der nächste Crash. Beide Crash zusammen. Scheiße, jetzt haben wir Überholmanöver. Ist passiert. Das heißt, wir haben hier einen neuen zweiten Platz. Aber auf alle Fälle hier vorneweg. Immer noch. Hauke. Immer noch da marschiert er. Sehr geil. Aber mit großem Abstand. Offensichtlich. Ah, wie geil. Natürlich auch die Spur vom Vordermann macht natürlich sehr viel Sinn, aber hier ein absolut spannendes Rennen. Wir haben hier drei Kandidaten fast beim Ziel. Das ist immer weit. Ist das Jared vorne? Ja, was würde ich sagen? Ungefähr 200 Meter wäre es noch sein. Hier wird es richtig spannend. Wenn man schon keine Energie mehr hat, soll man hier noch weitermachen. Das ist genau mein Ding. Fühle ich sehr geil. Was für ein Show. Es kann alles noch passieren. Ja, natürlich hier volles Tempo. Ja, Evil Jared scheint das Ganze hier zu machen. Es wird ein absolut spektakuläres Rennen. Er ist richtig am Reinhardt. Na komm, wenn der vorne ist, dann haben sie doch gewonnen. Das Ende vorne wird jetzt eingeleitet. Das Arctic Warrior 2023. Unglaublich knappes Rennen. Und es wird ein klarer Sieger mit 20 Meter Vorsprung. Yay! Sehr geil! Cool! Yay! Geil! Cool! Ist einfach krass hier oben. Also ich muss auch nochmal sagen, ey, Glückwünsche natürlich an Jared und an Hauke. Super gemacht. Episches Rennen zum Schluss. Ich fand mega die Freude von allen. Es war so ein mega Teamgedanke. Ja. Wir haben gefeiert danach. Es war so, jeder hat es dem anderen einfach gegönnt, durchzukommen. Ja, voll. Und da war, ich glaube, so dieser Gedanke, ich will da unbedingt gewinnen. Der war da gar, das war nicht so verbissen, sondern ein cooles Ehrenwort. Oh, wie süß! Was kriegen die denn? Ist ja niedlich.
Yay! Das muss man mal sagen, ne? Das ist so ein Computer-Nerd, ohne es böse zu meinen. Ich bin kein Nerd. Oder auf jeden Fall sitzt er viel auf der Couch, beschreibt er sich und haut sich Snacks rein, hat eine Figur wie ein Marathonläufer und knallt hier die Kilometer weg. Wahnsinn. Das ist so für Stoffwechsel. In dem Alter kann ich es auch genießen. Ich glaube, es sind 3 Jahren vorbei mit Stoffwechsel. Nein, gar nichts. Null. Keine schlechten Prophezeiungen. Okay. Bleib so fit, wie du bist. Sonst kann ich nur sagen, ich habe durch den Arctic Warrior auf jeden Fall nochmal gelernt, was es heißt, einfach, wenn man nur zu Hause rumsitzt und man macht die Meter, indem man vom PC aufsteht und zum Kühlschrank geht und dann auch wieder zurück. So. Ich war körperlich in so einer schlechten Verfassung. Ich glaube, viele unterschätzen halt dünn sein mit sportlich sein, weil sportlich bin ich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich eine neue Grenze von mir kennengelernt. Ready to go another 100 meters! Ich kipp da um. Ist so geil, die beiden. So geil. So geil. Verdient gewonnen. Spannung, Essen, Trinken, Schlafen, Sauna, gar nichts tun, kein Schnee, keine Kälte. Das haben wir mehr als genug gehabt der letzten fünf Tage. Ja, Mann. Arctic Warrior 2023. Oh. Ich freue mich so in 4 Tagen darauf. Ich bin vorbei. Oh, die beiden, ey. Wir haben es geschafft. Das Gewinnerteam des ersten Arctic Warrior 2023 ist Hauke und Eva Jarrett! Ach, wie schön. Gratulation! An alle Zuschauer daheim, ich hoffe, ihr hattet eine geile Zeit. Ja. Ich hoffe, ihr supportet Otto auch gerne ein Abo da lassen. Otto, ja. Und das ganze Team hat sich den Arsch aufgerissen, auch jeder an der Kamera. Es war natürlich nur Spaß. Es war hier in Finnland so ein Projekt auf die Beine zu reißen, dass 8 Teams irgendwo im Freien pennen, ist nicht selbstverständlich. Und das weiß ich auch. Das rechne ich Otto und allen hoch an. Deswegen, ja, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und kommt mal nach Finnland ein bisschen Urlaub machen. Aber ja, nicht mit den Skiern, macht nicht denselben Fehler wie ich. Ach, schön. Das war's. Kommt Otto nochmal? Das wäre schön. Das war er, der Arctic Warrior. Und an dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen. Danke als erstes an die Teilnehmer. Und ich hoffe, ihr habt das Abenteuer eures Lebens erlebt. Danke an die Profis, dass ihr es geschafft habt, die Teilnehmer alle lebend da durchzubringen. Danke an Sebo und das gesamte Orga-Team, dass ihr einfach das gerockt habt, was ihr gerockt habt. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Danke an die ganzen Familien, die überhaupt verzichtet haben auf alle Leute, die hier mitgemacht haben und 2 Wochen auf ihre Liebsten warten mussten. Danke an meine langjährigen Partner In- und Ex-Media. Danke an Dreiwerk, Reach Out und die Jungs natürlich von 7 vs. Wild. Danke an die Stadt Munio und an die ganzen Locals, die uns da unterstützt haben. Ich kann nur sagen, ich liebe Finnland und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Danke an die kleinen und die großen Kooperationspartner, die durch ihre Unterstützung den Arctic Warrior überhaupt erst möglich gemacht haben. Ein richtig fettes Danke geht nach Berlin an das Team von Paramount. Danke, dass ihr einfach so ein Riesenvertrauen mir geschenkt habt und wir gemeinsam so ein Monsterprojekt rocken konnten. Danke an die ganzen Wildcard-Bewerbungen. 1000 Bewerbungen. Das ist immer eine Zahl, die kann ich einfach nicht glauben. Irre, irre, irre. Danke für eure Bewerbungen, liebe Wildcards. Als letztes, fettes Danke an meine Community. Ihr liegt mir extrem am Herzen und nur durch euch kriege ich erst so einen Rückenwind, so eine Energie und kann solche Projekte umsetzen. Und deswegen würde ich euch bitten, schreibt mal unten in die Kommentare, welches Projekt, groß oder klein, ihr bei mir als nächstes seht. Oh, ich habe Ideen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, euer Otto. Ach, Mann.
Kommt noch was oder ist Ende im Gelände? Ist wahrscheinlich Ende im Gelände. Oh Mann, oh. Ach Gott, ey, ist das schade, dass das jetzt schon vorbei ist. Ich finde, das war so ein unfassbar tolles, großartiges Spektakel, ja fast schon, möchte ich sagen. Das ist, ich habe so viel für mich mitgenommen einfach. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt diese ganzen Outdoor-Skills und Survival-Skills und so weiter, falls ich mal in Lappland bin und dort verschollen gehe, sondern einfach so auf menschlicher Ebene, auf Team-Ebene und so weiter. Ich finde, also mich persönlich hat das Projekt unglaublich unterhalten. Ich hoffe, dass man das gemerkt hat in meiner Reaction. Ich hatte so unglaublich viel Spaß. Ich konnte es immer kaum erwarten, mich hier hinzusetzen und die Reaction aufzunehmen. Ich muss sagen, dass ich es ganz großartig finde, dass genau das eingetreten ist, was ich mir am Anfang in der ersten Folge so sehr erhofft habe, nämlich, dass wir hier einen ganz respektvollen Austausch miteinander haben, dass hier keine Kandidaten, keine Profis, keine vom Orga-Team irgendwie blöd behandelt werden, irgendwelche blöden Kommentare bekommen oder sonstiges, dass hier alles ganz respektvoll abgelaufen ist. Ganz, ganz lieben Dank dafür, ganz, ganz lieben Dank allgemein für den ganzen Austausch, für die Tipps, die ich bekommen habe, von wegen, guck mal hier noch das Video an, guck mal hier Behind the Scenes, guck mal hier bei Stefan von Pütz, mach mal hier, mach mal da und so weiter. Genau so habe ich mir das vorgestellt und es ist großartig, dass das alles so geklappt hat und danke einfach an das ganze Team vom Arctic Warrior, dahinter natürlich an Otto, an Sebo, an die ganzen Kandidaten, an Sascha Huber, der mit am Start gewesen ist, an alles, was behind the scenes ist, was ich mir noch alles angucken muss. Also da bin ich ja dann auch irgendwann, ich glaube bei, weiß ich nicht, ich habe mir 3-4 Folgen oder so angeguckt, mehr noch nicht. Die ganzen Streams, die ich mir noch angucken muss, auch von Sebo und so weiter, dieses Ganze, was ich vorhin gemeint habe, ganz am Anfang, als sie das Buch vorgestellt haben, dieses ganze Hintergrundwissen. Ich finde das immer super spannend zu sehen, wenn dann einer reacted, der halt teilgenommen hat, wie er dann aus seiner Sicht erzählt, was da und da passiert ist und warum er so und so gehandelt hat und dies und das und jenes. Ich finde es unglaublich spannend. Den allertiefsten Respekt an alle, die da mitgemacht haben. Unfassbar einfach. Ich finde es so krass und ich bin ja auch gefragt worden, ob ich bei sowas mitmachen würde. Ich glaube tatsächlich ja, wenn ich gefragt werden würde, wenn das zeitlich in irgendeiner Art und Weise möglich wäre bei mir. Ich glaube, ich würde das machen, weil das ist so eine einmalige Chance. Und es ist so krass, einfach da mitzumachen. Und ich glaube, diese Erfahrung, die du für dich sammelst, begleitet dich dein Leben lang einfach. Ein bisschen Kritikpunkte habe ich natürlich auch. Ich kann ja jetzt hier nicht ohne Kritik aufhören. Ich fand es zwischendurch ein bisschen durcheinander. Also ich, das habe ich ja immer mal wieder gesagt, man oder ich wusste dann teilweise nicht so ganz, wo sind die Kandidaten gerade. Irgendwann wurde es dann eingeblendet, ich glaube ab Folge 6 oder 7. Das hätte ich mir gerne von Anfang an gewünscht. Ich hätte es auch mal cool gefunden, irgendwie so eine Karte zu haben von oben, wo dann angezeigt wird, wo sind die einzelnen Kandidaten oder die Teams gerade unterwegs, wie nah sind die beieinander vielleicht sogar. Und jetzt gerade auch am Ende, ich hätte mir irgendwie noch mal so ein bisschen mehr gewünscht, dass noch mal die End-Challenge erklärt wird. Okay, da muss jetzt nicht viel erklärt werden, aber irgendwie noch mal die Teams vielleicht vorher interviewen oder nachher interviewen, dass da noch mal so ein bisschen mehr Spannung irgendwie herrscht und so weiter. Aber ansonsten, also das ist ja Meckern auf hohem Niveau, ne? Wie gesagt, ich sitze hier zu Hause und reacte nur. Aber für den Fall, dass es noch mal einen Arctic Warrior geben sollte, was ich sehr, sehr hoffe, würde ich mir einfach wünschen, dass der Zuschauer so ein bisschen mehr noch mehr Input einfach bekommt, dass man einfach noch mal so ein paar mehr Infos irgendwie hat. Ich fand es cool mit den Einblendungen zwischendurch immer mal wieder, dass da halt gesagt, ne, irgendwelche Dinge wurden erklärt und so weiter, fand ich richtig geil. Ja, aber wie gesagt, so der ein oder anderen Kritikpunkt muss ich dann auch natürlich loswerden. Meine Vorschläge im Übrigen für kommende Formate: Desert Warrior, Jungle Warrior, Mountain Warrior, Schwiegermutter Warrior, Ocean Warrior hatten wir schon. Was gibt es denn noch Schönes? Mountain Warrior war übrigens ein Vorschlag von meinem Sohn. Richtig geil. Also macht bitte weiter mit diesen Formaten und in 5 Jahren dann nochmal den Arctic Warrior, dann wieder den Desert Warrior, dann wieder den Jungle Warrior und so weiter und so fort. Ich würde es ziemlich, ziemlich feiern, wenn es da weitergeht. Ich werde es auch gleich nochmal natürlich bei Otto in die Kommentare schreiben. Und bitte auch, was ich die letzten Folgen immer gesagt habe, ich reacte hier nur, geht bitte bei Otto auf den Kanal, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo bei ihm da, vor allem Kommentare, das pusht solche
solche Sachen immer sehr nach vorne und so weiter. Deswegen, ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken, ihr Lieben, dass ihr das hier mit mir geguckt habt. Jetzt ist erstmal vorbei mit Reactions. Hier geht es jetzt weiter mit Wandervideos, Reisevideos und auch wieder ein bisschen veganen Stuff. Und ja, Seven vs. Wild, da wird auf jeden Fall dann wieder, spätestens dann kommen wieder Reaction-Videos. Ich habe auch noch ein paar andere Dinge im Kopf, die ich gerne reacten möchte, aber das hier ist kein reiner Reaction-Kanal. Deswegen kommt jetzt auch wieder so ein bisschen Content von mir. Ich will ja nicht nur auf anderen Content reagieren. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da bleibt. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs hier Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank für den Arctic Warrior. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß, wie ich es hatte. Und jetzt, wie immer, macht was Schönes, genießt die Zeit und bis bald.